Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier bei Hydroneer. So, wir werden heute mal hier ein bisschen aufbauen. Ich bin mal gespannt, ob ich das sauber hinbekomme. So, ich weiß jetzt noch nicht, wo ich anfange. Lass fallen bitte. Aber es wird sich schon alles ergeben. Wir müssen halt darauf achten, dass wir... Nein? Ja. Dass wir Lava und Wasser natürlich führen. Lava soll von hier aus kommen. Das wird dann wahrscheinlich ungefähr auch hier ankommen. Vielleicht ein, zwei da drüben. Ich weiß es jetzt nicht. Werden wir dann sehen. Wir müssen allerdings hier mit dem Wasser runter. So. Und dafür brauchen wir die gebogenen Bögen. Ja, das hat sogar schon gepasst. Wunderbar. So, jetzt werde ich erst einmal die einen ausrichten. T, R, zack. Und später müssen wir natürlich auch alles dann festmachen. Warte mal, jetzt zoom mal ein bisschen ran. Und wir stellen mal den Wagen vielleicht so hin. Wir werden einiges brauchen. Ich schau mal, wie weit die runterkullern. Und dann später kann ich ja den Wagen noch nach unten stellen. So. Zack, ist halt jetzt ein wenig gebastelt, ne? Aber das gehört halt dazu. Hierhin. Dahin. Und dorthin. Dann holen wir mal den Wagen mit runter. So, weil dann müssen wir nämlich dich erst einmal auf die Seite stellen. Kannst du bitte stehen bleiben? Dankeschön. Weil das sind die Einser. So, dann müssen wir ja hier dann vor. Das ist nur die Sache. Ich glaube, ich werde erst einmal noch die hier machen. Ich glaube, wir machen jetzt erst einmal die noch hin. Wenn die dann jetzt halt hier platziert sind, dann mache ich die auch gleich fest, weil dann haben wir nämlich schon wieder ein bisschen bessere Performance vom Spiel. Das hättest du jetzt eigentlich gleich machen können, wenn du da oben schon den Wagen hattest. Ne? Jetzt musst du wieder zurücklaufen. Aber ich habe mir gedacht, dass das nicht reichen wird. Rang 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 alleine schon hier. Und ich habe nur 30 Stück, glaube ich, gekauft, oder? Jetzt bin ich mir nicht mehr sicher, aber ich hoffe mal, dass ich bis nach unten komme. Ich glaube es nicht. So, die können wir aber auf jeden Fall mal festmachen. Also, wo ist mein Hammer, mein neuer? So, ich denke auch mal, dass das hier passt. Also, ich glaube nicht, dass ich hier noch irgendwas verändern werde. Ich glaube, das bleibt so. Ich muss hier unbedingt auch mal einen Druckmesser her tun, damit ich einfach mal messen kann, wie der Druck hier ist. Du wirst auch hier bleiben. So, schauen wir mal. Gerades Stück. Wie gesagt, wir müssen ja bis ganz nach unten. Unten werden wir natürlich dann auch noch welche brauchen. Es wäre jetzt ja blöd, wenn ich nicht genug habe, aber so wie es ausschaut, wird es der Fall sein. Einmal, du hast doch oben noch zwei Treppen, oder? Irgendwo, oder eine Treppe hatte ich noch. Eine Treppe hatte ich noch, weil ich bin ja mit euch nicht zu dem Händler gefahren. Da brauchen wir auf jeden Fall noch zwei Stück. So, bis dahin. Da geht es ja drum, ne? Hier oben kommt ja der Lava-Eingang rein, aber hier unten läuft das Band. So. T, R. Wunderbar.
Jetzt hätte ich mir vorher schon mal ein wenig durchrechnen können, wie viel ich davon brauche. Ich habe nämlich so ein bisschen die Befürchtung, dass es nicht reicht. Aber ich glaube, ich habe 40 Stück davon gekauft. Da bin ich mir jetzt nicht mehr sicher. Okay, das hat jetzt schon mal gepasst. Okay, das ist gut. Gut, 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 gut. Jetzt gehen wir noch einmal runter mit dem Wagen. Wir müssen ja später dann auch trotzdem weiter hier, ne? Also da muss ich auf jeden Fall dann nochmal gerade Bögen kaufen. So, weil hier kommt dann der hin. Dann kommt hier ein T-Stück her. Dass wir dann mit den Rohren hier in die Richtung laufen können. Ich muss nur eins von den Teilen mit nach oben nehmen, wegen dem Wasser. Ich würde sagen, ich nehme den letzten einfach mal mit. So, und den müsste ich oder würde ich gerne dann zum Beispiel hier platzieren einfach. Da kann ich mit Lava reingehen. Warte mal, da ist die Lava, ne? Okay. Nee, tschuck. Quasi mit der Lava hier rein. Dann droppt es hier auf dem Band und wird dann hier reingeschmissen. Das heißt aber auch, dass ich hier nochmal Wasser brauche, ne? Ups, sorry. Das war jetzt der Laderuckler. Also, das können wir auf jeden Fall festmachen hier. Sollte ich hier doch nochmal Maschinen reinstellen und ich bin mir sicher, dass das passieren wird, dann muss ich es halt wieder losklopfen. Aber ich mache jetzt da kein T-Stück rein. Das mache ich erst in dem Moment, wo ich dann tatsächlich die Maschinen da nach oben verlege. So, weil hier brauchen wir jetzt halt nichts weiter. Ihr könnt im Grunde auch da bleiben. So. Ich muss jetzt nur schauen, dass ich hier noch irgendwie Wasser herbekomme, dass ich hier ein Laufband hinbekomme, ne? Das würde heißen. Ich weiß es noch nicht. Aber ich denke, dass das hier schon mal ganz gut ist. Jetzt hole ich mal die Rohre nochmal nach oben. Es wird halt jetzt halt ein bisschen ein Herumprobiere und Gestückel und so weiter. Das ist euch ja auch klar. So, wenn ich den hier lasse, wo habe ich meine? Da. Wenn ich den hier lasse, dann muss ich jetzt tatsächlich die geraden Stücken suchen, weil das sind die T-Stücken, da sind die geraden. Ich weiß auch nicht, ob ich die Verstärker irgendwie brauche, weil ich glaube, da ändert sich nicht wirklich was, oder? Gerade Stücken, TTTTT. Da. Muss auf jeden Fall eins nach oben. Nee, falsch.
Na, bleib oben. So, dann machen wir mal einen Bogen hin. Ich hoffe, ich habe da genug. Ich meine, ich habe schon die Befürchtung, dass ich noch mal fahren muss, aber das wäre auch ideal mit der Reparatur, ne? Na gut, ob ich die jetzt halt hierhin mache, auf die 5 Teile oder hier ein bisschen weiter vorne, das ist eigentlich egal. Ich denke, dass ich die hierher mache, die Reparatur. Dann hätten wir jetzt halt hier den Lauf. Du müsstest dann spucken. Jawohl. Wunderbar. Und du spuckst dir dann hier rein. So, kann das Teil eigentlich kaputt gehen hier? Förderbahn. Unverzichtbar. Okay, da steht jetzt halt nichts. So rum. Steht jetzt nichts, aber ist egal. Also ich würde auf jeden Fall, bevor ich das dann hier endgültig anschließe, auch mit den Maschinen unten, würde ich da erst einmal Reparatur hinmachen. So, dich kann ich hier lassen. Weil dann mache ich nämlich da ein T-Stück. Bogen. Krass. Wie ist da das, den Schnee wegschmilzt? Hilfe? Genau, den machen wir einfach da mal her. Da schmilzt mir den Schnee weg. Krass. Das wusste ich gar nicht. Okay. Man ist ja eigentlich klar, ne? Aber dann dürfte hier kein einziger Schneebatzen mehr sein. Also ein bisschen unlogisch ist es dann schon, ne? Das ganze Lava hier, nur wenn es tropft, schmilzt der Schnee weg. So, und dann brauche ich jetzt halt hier nochmal ein T-Stück. Weil wir müssen ja im Grunde dann hier nach vorne laufen. In die Richtung. Bogen. So, gerades Stück. Nein. Oh Mann, das geht ja gar nicht. Ich komme ja da gar nicht hin. Ich muss ja da irgendwie dann oben drüber gehen. Weil ich kann ja die Rohre nicht ineinander laufen lassen. Okay, warte mal. Dreh das mal. Das würde heißen, dass ich eventuell mit dem Rohr einfach oben drüber gehe. Dass ich dann einfach sage, okay, wir laufen hier oben weiter. Wir machen dann im Grunde hier eine Kurve nach oben, weil das stört ja nicht. Gerade und Kurve. Dann laufen wir eben da oben weiter und hier machen wir geradeaus. Bis dahin. Da kann ich dann auch den Stöppel reinmachen. Das muss ich dann aufs Band schmeißen oder halt, na gut, ich mache aktuell nichts, was irgendwie
vernichten tut. So, dann machen wir da vorne mal einen Stöpsel rein. Yes. So. Das sind die Sortierer. Das sind die geraden Bänder. Also brauchen wir ein gerades Band. Oh nee, das haut ja nicht hin. Ich muss ja irgendwie um die Kurve rumkommen. Weil ich muss ja hier... ich muss ja hier einen hinmachen, der nach oben führt. Dass es dann hier reintropft, das Eis. Das heißt also, ich muss das alles hier um 1 versetzen. Das müsste ja trotzdem noch funktionieren. Ich müsste das um 1 versetzen. Dementsprechend dann auch hier einen Bogen reinmachen. Dann noch einen Bogen. Boah, zum Glück habe ich echt zu viel gekauft, ne? Dann kann man nämlich das hier draufsetzen. Dann bräuchten wir hier eine Rechtskurve. Was bist du? Du bist natürlich links, ist ja klar. Gerade. Geh mal da oben drauf. Rechts, jawohl. Genau. Ups. Jetzt läuft er nach rechts, es läuft hier hoch und droppt dann hier rein. Ich hoffe zumindest, dass ich hier mit dieser Schräge dann auch hinkomme. Das weiß ich nämlich jetzt nicht. Wenn nicht, dann wäre es jetzt blöd. Ha. Okay, und es geht nicht. Weil das müsste ja, wenn dann hier drauf sein, ne? Und es funktioniert nicht. Mann! Es ist echt ein bisschen kompliziert, also im Grunde nicht wirklich kompliziert, aber wenn man es einfach noch nicht weiß, genau wie man es dann anbringen muss, ne? Das heißt also, ich muss jetzt das hier nochmal um 1 versetzen. Nur weil ich das jetzt so machen will, ne? So. Ich stecke hier irgendwie fest. Halt in dem Boden, in dem Teil festgesteckt. Das heißt, wir müssen nochmal um 1 weiter. Warte mal, und wenn ich das... Kann ich, wenn ich das Ding hier mache, muss ich jetzt mal ganz kurz probieren, kann ich da die Schräge dran machen? Aber nur in die Richtung, ne? Ah! Geht. Geht, geht. Dann bräuchte ich das... Ja, dann bräuchte ich das gar nicht. Dann... Okay. Okay. Jetzt müsstest du allerdings, dass wir das da oben versorgen. Müsste ich, weil hier kann ich nicht hoch... Überleg. Weil wenn ich das jetzt halt mit dem Schrägteil da oben hinsetzen will, dass es dann reintroppt, dann kann ich nämlich die Schräge davor machen. Dann würde die Schräge hier hochlaufen und dann rüber und dann würde es reintroppen. Aber dann müsste ich
Ach doch, klar, mit Teestück. So. Dann kann ich nämlich hier einfach geradeaus weiterlaufen. Muss ich doch wieder umbauen. Lass halt einfach den Stöpsel weg. Den brauchst du doch jetzt nicht unbedingt. Da weiß ich jetzt nur nicht, ob das überhaupt geht. Nee, das geht niemals. Drop mal. Dann machst du hier eine Kurve hin. Das ist egal. Mit einem Stöpsel rein. Gut, dass ich so viele mitgenommen habe. Dann kann ich nämlich dieses Teil hier da dran setzen. Und wir können dann die Schräge hier hinsetzen. Dann läuft es nämlich hier hoch, leitet rum und droppt dann hier rein. Optimal. So, und in dem Fall musst du dann doch wieder dahin. Dann geht das. Na toll. Jetzt kann ich da nicht durch. Okay, du bist zu. Das droppt dann hier drauf, fährt hier hoch, droppt hier rein. Optimal. Jetzt muss ich dann bloß noch das hier anschließen, ne? Das heißt, ich müsste dich hier wieder losklopfen. Dich habe ich noch lose. Und dann kommt nämlich hier ein T-Stück hin. Weil wir müssen ja hier irgendwie das Wasser versorgen, ne? Ne, das brauchst du gar nicht. Leg das mal dahin. Ja, da muss man schon ein bisschen mitdenken, ne, bei dem Ganzen. So. Und noch ein Bogen. Ach, bin ich froh, dass ich genug dabei habe, ey. Aber für was brauche ich denn das da oben eigentlich? Ach nee, Quatsch, das ist Strom. Oh meine Güte, du bist so doof manchmal. Aber es ist schön, dass ihr mir das auch reinschreibt. Dass ich da manchmal doof bin. Das ist ja Elektro. Das ist ja eher zum Ablesen, auch wegen Wasser oder so. So. Das droppt, das Finger da drauf. Dann geht's hier weiter. So. Das heißt, wir brauchen links. Und hier dann auch noch mal links. Natürlich die Frage, ob ich das jetzt hier rausfinde. Ich glaube es nicht. Aber gut, wir können ja die geraden Förderbänder auch verbauen, ne? So, aber mach mal die Sachen fest. Weil hier dürften wir jetzt halt nichts mehr machen müssen. Das müsste jetzt alles passen. Also außer ich habe jetzt halt irgendwas falsch gedreht. Dann muss ich es halt nochmal losmachen, aber das sollte jetzt alles hier korrekt sein. Dann machen wir hier nämlich die Reparatur hin. Da muss ich dann nur noch die Reparaturteile holen. Also die habe ich ja da vorne irgendwo stehen. Und das da mache ich dann separat. Das lasse ich jetzt einmal noch. So, dich kann ich festmachen. Dich kann ich festmachen. Haben wir schon mal ein paar feste Sachen.
So, was bist denn du? Du bist gerade, ne? Die Schrägen. So, das läuft dann da hoch, hier hin und darum. Jetzt hoffe ich mal, dass ich vielleicht noch. Und das sind alles gerade Stücken, die ich jetzt da erwischt. Ah, da habe ich was. Links, wunderbar. Genau. Das läuft dann hier rum und dann können wir hier geradeaus weiter. Yes. Und da muss ich dann auch irgendwo wie mal nach oben, dass er das Zeug wieder rein droppt in die. In die Schmelzer und so weiter, die ich ja auch noch kaufen muss. Aber das habe ich ja erst einmal noch weggelassen. Oh, ich kann hier auf jeden Fall festmachen. Wunderbar. So, wir brauchen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Schrägen. Wir holen einfach mal den Wagen nach unten. Habe ich ja zum Glück auch viele gekauft. Meine, das, die anderen Maschinen, die laufen ja noch, ne? Die laufen, laufen, laufen. Da war ich während des letzten Partes ja nur ein einziges Mal dort und seitdem war ich nicht mehr da und das ist schon einige Zeit, was das jetzt läuft. So, dann brauchen wir hier gerade. Kommst jetzt an die Geraden nicht ran. Doch, da. So. Gerade. Cool. Ich meine, ich komme hier immer noch hin. Und wenn ich die Maschinen hier hinbaue, dann mache ich natürlich hier auch ein Band hin. Da werde ich dann das Rohr auswechseln in ein T-Stück und dann lasse ich das alles hier auf das Band draufdroppen. So, die hier müsste ich alle festmachen können ohne Probleme. Weil hier habe ich euch schon alle. Okay. Ich klopfe so viel fest, dass ich schon keinen Überblick mehr habe, was ich jetzt hier schon festgeklopft habe, was nicht. Euch habe ich noch nicht. Aber die Rohre habe ich alle. Notfalls muss ich halt dann da unten, wenn doch der Druck zu wenig ist, dann muss ich halt nochmal was hinmachen, womit ich den Druck steigere. So. Bleibt da. Nicht runterkullern. Ja, dann machen wir unten weiter. Das Dumme ist nur, ich habe, glaube ich, keinen mehr nach links. Oder habe ich noch ein Band, das nach links geht? Ich weiß es nicht. Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht, ob ich da noch einen Linksabzweig habe. Nein, das ist ein Sortierer. Ich sollte die Sortierer oben rausschmeißen. Jetzt nicht mehr rein. Ich sollte die oben gleich hier raushauen. Einfach, dass ich die runter habe vom Wagen. Aber ich probiere es jetzt mal ohne.
So, hier brauchen wir auch einen, der links läuft. Oder ich bereite das gleich so vor, dass ich hier einen hinmache, der gerade geht, weil später gehen wir ja noch runter ins Tier 3. Und dann könnte ich hier so einen Dropper her machen. Und dann droppt das hier drauf. Was bist du? Nach rechts. Weg mit dir. Halt, nimm mal mit. Noch ein gerades Stück. Setze ich nämlich da unten noch mit dran. Gleich vorbereitet für den weiteren Ausbau. Danke. So. Dann können wir das nämlich auch so lassen. Die Rohre hast du schon festgemacht. Die Maschinen hast du schon festgemacht. Nochmal rechts. Wenn ich die erwischen will und ich sie suche, dann bekomme ich sie nicht in die Pfoten, ne? Und jetzt halt lang ich auf den Wagen, obwohl ich ein gerades Teil will und erwische den Rechtsabzweig. Ich bin mir jetzt echt nicht mehr sicher, ob ich jetzt halt 4 Stück gleich davon gekauft habe. Einfach wegen dem Gedanken, dass ich den eventuell noch bräuchte. So. Dann soll nämlich hier noch ein Stöpsel rein. Weil dann können wir das nämlich auch noch weiter ausbauen. Hier soll ein Stöpsel rein. Und ansonsten würde ich sagen, passt es. So, ich habe ich alle. Ich habe ich alle. Gut, gut, gut. Ich habe nur noch einen. Hätte ich noch mehr kaufen können, ne? Ich meine, gut, das ist jetzt halt nur Wasser, ne? Und das da kann ich ja alles abschließen, also. Also warte mal, da war doch noch ein Zentrierer, genau da war er doch. Nee, das ist der Polierer. Auch Polierer. Verdammt. So. Also, das hier würde dann alles laufen. Dann müsste ich natürlich dann anmachen in dem Moment, wo wir das verbunden haben. Dann bringen wir mal jetzt die Lavarohre in Stellung. Und da glaube ich eben, dass wir nicht genug haben. Wir fangen einfach von hier unten an. So, wir brauchen den Bogen ganz hinten. Also der aktuell ganz hinten ist. Dann brauchen wir T-Stücken bitte. Dann würde ich sagen, gehen wir zur Decke schräg hoch. Und dann laufen wir quasi hier an der Decke entlang. Mit den ganzen Bögen. Und dann kommen wir nämlich auch nicht ins Gehege mit den Steinen, die hier übers Band laufen. Ich weiß noch nicht, ob hier der Schnee wegschmilzt. Wäre aber, glaube ich, auch egal. Schmilzt halt da oben drüber der Schnee weg.
Moment, fahr mal den Wagen nach. Na, obwohl. Machen wir erst einmal noch schnell die hier. Nein, nicht gerade. Hier brauchen wir auf jeden Fall noch einen, ja. Also ich glaube, beim Lava sollte man wirklich darauf achten, dass man da komplett geschlossen ist, ne? Dass da nicht irgendwo was tropft. Das ist ja quasi wie Säure, was sich das unten in den Boden reinfrisst. Okay, und dann müssen wir hier wieder mit den Schrägen nach oben. Dann muss ich eh mal gucken, wie ich das dann anschließe. Also wo ich dann oben noch Bögen reinmache oder T-Stöcke oder wie auch immer. Da könnte man natürlich, ups, hier ein T-Stück reinmachen. Dass es hier einfach geradeaus weiterläuft, ne? So, machen wir mal die anderen Bögen noch. Doch, habe ich. Ich habe jetzt gedacht, ich habe den nicht in die Hand genommen. So, hier könnte man zum Beispiel den Bogen weglassen. Und wenn ich jetzt halt hier weiterlaufe, dann müsstest du dich einmal genau so umlegen. Ein Bogen wäre noch. Genau, hier drüber. Werde ich schon hinbekommen. Also am liebsten wäre es mir, wenn ich das wirklich anschließe und dann später einschalte und alles läuft sofort auf Anhieb. Aber gut, ob ich das hinbekomme, das weiß ich nicht. Irgendwas ist bestimmt, was ich übersehe. Ob es jetzt ein bisschen knapp wird mit den geraden Stücken. Das ist zu, das geht hier rum. So, den da muss ich nochmal wegmachen. Weil hier kommt dann ja ein T-Stück hin. Sollte eigentlich auch ohne Probleme sein. Es läuft hier rein, das läuft hier weiter. Ja. Sollte normalerweise passen. Okay. Und hier sollte auch keine Unterbrechung drin sein irgendwo. Das läuft hier rein, das läuft da lang, das läuft nach unten. Ich denke, das passt. Deswegen klopfe ich das jetzt gleich mal fest.
kann natürlich jeder machen, wie er mag. Ne? Es gibt Leute, die klopfen sowas nicht fest. Ich klopf's fest. Okay. Mir geht es auch darum, dass ich nicht ständig das Rohr dann plötzlich in der Hand habe. Und wenn ich dann später hier die Maschinen hinbaue, dann mache ich mir immer noch Gedanken drüber, wie ich das dann am einfachsten löse. Ich meine, ich kann hier, ne, in die Hocke gehen. Aber dass ich das vielleicht nicht machen muss. Gut, aber die andere Sache ist, wenn das einmal angeschlossen ist, wie häufig muss ich dann da in die Ecke, ne? Gar nicht. Wahrscheinlich. So, bis dahinter. Und wenn ich hier noch erweitern sollte mit Maschinen und vor allem, ich werde die Maschinen dann irgendwann austauschen. Boah, ich hoffe wirklich, dass ihr funktioniert hier auf T2. Weil wenn die jetzt halt nicht hier auf T2 funktionieren, dann weiß ich es auch nicht. Aber die müssten eigentlich schon laufen. So. Dann kommt jetzt als nächstes die Reparatur. Reparatur? Wo habe ich euch? Ach, da vorne. Ich habe aber keine... Oh, ich habe ja die Teile gar nicht da. Naja gut, aufbauen kann ich es ja trotzdem, ne? Das ist ja unabhängig davon. Warte mal, da kommt immer die Reparatur hin. Aufbauen kann ich es ja, wie gesagt, trotzdem. Das sollte kein Problem sein. Auch wenn ich jetzt die... diese Reparaturteile nicht da habe. Und Werkzeug habe ich ja auch noch nicht. Also von daher... Nein. Ja, passt. Genau. Die machen wir dann hier seitlich dran. Die holen wir jetzt dann. So. Die Leitungen. Fangen wir von oben an, würde ich sagen. Dann bin ich mit dem unteren Zeug mir nicht im Weg. Den Aufbau kennt ihr ja alle mittlerweile. Das hätte ich auch mal ohne euch machen können, aber das gehört ja dazu, ne? Wie gesagt, ich lasse das Teil auch nicht laufen, bevor nicht die Reparaturdingsies hier dran sind. Genau, ich will die Pfeile nach unten sehen, bitte. Und vor allem, ich habe dann gleich den Wagen wieder leer. Näher ran. So, dann brauchen wir wieder Bögen. Kann ich jetzt nicht viel dazu erzählen. Ne? Das sind halt einfach die Bauteile, die man braucht dafür. Ach, schön. Das passt sogar direkt.
So, damit wäre das geschafft. Das heißt, wir brauchen jetzt halt hier noch die Reparaturteile. Alles, was jetzt Elektronik ist, brauchen wir jetzt eigentlich aktuell nicht mehr. Ich stelle den deswegen jetzt halt einfach mal hier rüber. So, den Wagen. Lass mal hier stehen. Die Waage stelle ich jetzt einfach mal daher. Das lassen wir drauf. Da müssen wir das Material mal holen. Den können wir dann oben lassen. Druckverstärker muss ich noch kaufen. Das wäre jetzt das einzige Ding, was ich sage, dass ich das dann noch kaufen sollte. Also dieses Blueprint für den Druckverstärker. 74.000. So, Kompressoren und das ganze Zeug kommen dann später hier rüber. Deswegen stelle ich das jetzt einfach mal dahin. Boah, ich bin ja mal gespannt, ob das alles passt. Vor allem die Maschinen unten, die laufen ja auf jeden Fall los, sobald das Lava läuft, ne? Na gut, ich werde deswegen einkaufen fahren, dass wir das nicht nochmal miteinander machen. Ich werde einkaufen fahren, werde noch die Sachen besorgen, die jetzt halt fehlen. Und dann bauen wir das Ganze zum nächsten Mal weiter in der Hoffnung, dass es dann läuft. Ja, ich hoffe einfach mal, dass es läuft. Wenn nicht, dann muss ich entscheiden, wie ich was ändere und so weiter. Okay, Leute, wenn euch der Part heute gefallen hat, gerne ein Like da lassen, gerne kommentieren. Nicht vergessen, ein Abo da zu lassen, dass ihr keinen Part mehr verpasst. Und ich wünsche euch ansonsten noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Macht's gut. Ciao, ciao.